Doch, wird geladen. Anscheinend ist es einfach nur, verbraucht die Kamera so viel Strom mit den ganzen WLAN-Verbindungen und Bluetooth und was sie alle kann und hat, damit man sich mit dem Telefon verbinden kann. Dann sieht man auf dem Telefon nämlich das Bild, welches sie ja gerade aufnimmt. Dann kann man seine Kamera zum Beispiel auf den Kopf ausrichten und so eine Scheiße. So, und anscheinend, weiß ich nicht, vielleicht hält sich der Strom jetzt. So, ist auch egal. Ja. Ja, und der Pförtner hat sich jetzt endlich mal Christoph, ich muss mir den Namen nennen, hat sich dann mal zu erkennen gegeben, weil ich hatte es vorher schon den Verdacht. Du siehst es den Leuten auch schon an, wer dich erkennt und wer nicht. Die gucken denn so und grinsen so komisch manchmal und so. Dann haben die das schon so in einem Verdacht oder was, beziehungsweise ich habe den Verdacht, dass sie mich erkennen und so. Es ist ja alles nicht so schlimm. Mal den einen oder anderen ist ja in Ordnung, ist ja kein Problem, Hauptsache nicht die Masse. Aber na, er hat es jetzt endlich mal getan. So. Und dann habe ich die Kamera da schön hingestellt und habe gesagt, hier wink mal, na, schön gewinkt, gewunken, gewinketet. Ja, ob was ist? Ja, Kamera läuft nicht. Genau wie mein ganzes Geschimpfe, weil alles scheiße ist. Mit dem Aufbrücken und die Kamera hinstellen und das scheiß Zensieren da, Kennzeichen und so Mist, alles nur wegen dieser blöden Fernfahrerwoche. Und deswegen gibt es alle 3 Jahre nur eine Fernfahrerwoche, weil ich auf den ganzen Zirkus keinen Bock habe. Wenn ich mich zeigen würde, wäre das was anderes und so, aber ich will es nicht und fertig. Ganz einfach. Aber ist ja egal. Ihr sollt jetzt kein schlechtes Gewissen kriegen, weil ihr meine Fernfahrerwoche guckt. Ich habe ja selber 3 Jahre Nein gesagt, obwohl schon 1000 Mal gefragt wurde. Nun ist es ja nicht so weit. Macht ja nichts. Er guckt auch ganz schön gespannt. Der hat bestimmt meine Kamera gesehen. Auf dem Armaturenbrett so ein Gerät sieht komisch aus. Der Gerät. Also der Gerät hier, der schläft nie. Nur jetzt muss ich da schnell hin. Jetzt muss ich eben auch noch topfen unbedingt. Das sind jetzt zum Beispiel die 5 Minuten, die ich zu spät bin beim Kunden. Bin ich nicht. Hoffe ich nicht. Weiß ich nicht. Die ich zu spät bin beim Kunden, weil ich jetzt diese blöde Kamera und das Schild hingepummelt habe und so eine Scheiße. Sowas geht mir dann nämlich immer auf den Sack. Und was ich eben auch noch geschimpft habe, ich bin ja nun unter diese Brücke gefahren, krumm und schief. Das bedeutet, ich bin zu tief. Ich muss das Ding so tief machen, dass ich nicht mehr in der Führung drin bin mit diesen dicken Rollen, die man da gesehen hat. Vielleicht blende ich sie nochmal ein oder so, falls man das sieht. Und damit man das sieht, damit ihr wisst, was ich meine, so wollte ich sagen. Und jetzt alle rein. Was machen die hier eigentlich? Ortsumgehung oder was? Geht das hier schon los? Hier soll irgendwie eine neue Ortsumgehung gebaut werden. Irgendwo habe ich das im Schild gesehen. Aber habe ich nichts gegen, meinetwegen. Am besten die Autobahn. Meinetwegen kann das auch die A14 sein, die direkt hier vorbeifährt. Ja, es kriegt eine eigene Abfahrt. Das wäre ein Highlight. So. Und weil man hier am alten andere LKW, da hatte ich mir Posi-Leuchten noch anbauen lassen. Also Positionslichter, die stehen noch weiter über als das Rücklicht. Die sind flexibel, die sind biegsam und so. Wie ich sie am Anhänger auch habe, ganz hinten diese Schusslichter, die ganz außen sind. Sowas möchte ich auch an der Maschine haben. Wenn ich das nächste Mal irgendwann mal demnächst wieder in der Werkstatt bin, dann werde ich mir die alten Dinger da anschrauben lassen. Und wenn ich Zeit habe, heißt das, kann jetzt also durchaus noch 3 Monate dauern oder so. Weil auf Krampf, so wichtig ist es dann auch nicht. Aber wenn ich dann unter so eine Brücke fahre, wo der Boden uneben ist und krumm und schief, dann kannst du dich schön nach den Positionslichtern richten. Dann guckst du nach, dass die mittig sind, dass sie links und rechts schön rausstehen. Manchmal schrabbeln sie an den Beinen lang, aber das ist ja egal, weil sie sind ja flexibel und so. Ja, und hier hast du nämlich keine Lichter. Du siehst hier nichts in den Spiegel, gar nichts. Ich sehe keine Reifen, ich sehe nicht das Ende, ich sehe keine Kotflügel, gar nichts, wenn ich über so eine Brücke fahre. Du siehst es erst, wenn es auf der einen Seite rauskommt, und dann weißt du, dass du total schief bist. Und dann war es scheiße und dann fährst du wieder raus. Deswegen bin ich ja auch nochmal vorgefahren und... Jetzt schnell gehen soll. Ne? Wie gesagt, soll nicht auf einem Rutsch, ich zeige das so wie es ist, das ist mir vollkommen wurscht. Du kannst ja gar nicht fahren, meinetwegen können sie da schreiben, aber die sollen es halt besser machen auf krummen Höfen. Ne? Ich bin auf krummen Höfen auch schon mal gerade reingefahren. Sowas interessiert mich alles nicht. Das ist mir egal. Zumal es gute Tage und schlechte Tage gibt. Sehen. Ach hier, dieser Lodi, den bin ich doch gestern hinterher gefahren in ganzer Weile. Hier ist der Stau, was ist das denn? Oder ist das ein Ampelstau? Ja, ich habe mein Baguette gefressen. Ich habe meinen Kaffee raus. Ja, gar nicht. Ich habe doch kein viel mehr. Oh, das ist ja schön. Das ist schön, ne? Wenn man so blöde ist, dann freut man sich.
man sich auch ab und zu über Dinge, die man schon wieder vergessen hat. Wie zum Beispiel Kaffee. Soll ja fantastische Bühnenshows da hinlegen, dass er mit Tränen in den Augen rausgehst, also vor Freude natürlich. Der soll ja richtig klasse Bühnenshows rocken da. Ich bin ja ein 90er-Kind. Ne? Ich find's auch schade, da kommen gar nicht genug 90er in den Radios. Oder ich höre die falschen Sender, das kann natürlich auch sein. Gerade Deutschlandfunk hält sich echt zurück mit DJ Bobo. Nee, ich höre ja eh meist Nachrichtensender. Aber trotzdem, wenn ich mal was anderes höre, dann die 90er kommen nicht immer hier, 80er, 70er. Ne? Und das Beste von heute, bla bla bla. Auf jedem Sender, 80er, 80er, 80er. So viele 80er gibt es gar nicht, wie sie spielen. Deswegen wird sie auch ständig wiederholt. Ich bin sie satt, ehrlich, ich bin die Lieder satt. Ich kann sie nicht mehr hören. Aber mal die ganzen 90er hier, schön Dance-Mucke und sowas. Ne? Mann, das kann ja wohl nicht so schwierig sein. Sind wir keine Zielgruppe mehr oder was? Ich mit meinen 36 und so. Direkt. Bleibe ich doch mal gleich hier vorne stehen und dann gehe ich mal gucken, was Phase ist hier. Und so, bleibt ihr mal hier.
guckt doch schon so, als wenn sie mich erkannt hat. Oder weiß, was ich will. Moin, ich mach die Tür wieder auf. Hermes, ich tausche wahrscheinlich diese Brücke da mit dem Leergut. Richtig. Melde ich mich hier oder hinten oder so? Hier, aber dann müssen wir hoffen, bis der Kollege wieder da ist. Achso, ungefähr? Wie lange dauert's? 10:09. 3:09, 10:30, keine Ahnung. Der Frühstück. Achso, ne, warte ich halt. Gut. Okay. Oder kann ich schon tauschen oder was? Weil das ist doch eigentlich immer das Gleiche, oder? Wie das gemacht wird, was man da machen muss. Ich guck mal gerade. Ich hätte einfach gesagt, ich stelle die Lehrer an dieselbe Stelle wieder hin. Das ist wichtig. Ne? Dann hätte ich jetzt einfach schon mal die Zeit. Ich auch da. Okay. Und dann ist das nämlich schon mal klar. Okay. So. Ich guck mal gerade, genau was ich denn. Danke. 300 Meter rechts abbiegen, was da anfängt, das Scheißding an zu quatschen. Dann in die nächste Straße rechts abbiegen. Halt die Fresse, Mann. Jetzt bin ich direkt 40 Minuten zu spät, also so läuft's. 8.41 Uhr sollte ich weg, jetzt ist es schon 9.20 Uhr gleich, in 2 Minuten. Also das ist natürlich schon direkt wieder Käse geworden. Also in dem Moment, wo ich auf den Hof gefahren bin. Auf den Werner von Siemensring, dann in die nächste Straße rechts abbiegen. Da hat das Dingen, da hat der Typ sich entschieden, ich gehe frühstücken. Scheiß Timing, ehrlich. Er war schon weg. Ich habe ja erst gedacht, das wäre ein anderer gewesen, der schnell einen Schritt weggelaufen ist, als er mich gesehen hat. Aber das war denn doch bloß der Wagenjunge, der die Wagen da zusammenschiebt. Also, rechts abbiegen, naja. Auf den Magdeburger. Blöd gelaufen, jetzt habe ich getauscht und jetzt geht's auf nach Braunschweig. 10 Uhr soll ich da sein. Da wird natürlich schon mal gar nichts von. Wenn ich mir das so überlege und angucke hier, dann. Hätte ich ja mal sagen tun, dass ich den Magdeburger Ring folgen. Ja, 20 vor 11 oder so da bin. Ne? Also mal diese 40 Minuten schon wieder. Also keine Luft eingeplant hier jetzt. Aber mal gucken, was dabei rumkommt. Ne? Mehr als arbeiten kann ich nicht. Und ich fahre da jetzt hin. Länger, schneller als 85 läuft da eh nicht. Und schneller als 84,5 fahre ich auch nicht. So, fertig. Sascha, möchtest du da was zu sagen? Also ich stimme dir da vollkommen zu, würde ich auch nicht machen. Ich würde mir jetzt auch keine Ohren brechen oder was weiß ich. So, alles klar. So. Ist da Bescheid. Kurzer Statusbericht. Ich lebe noch. Hurra, wir leben noch. Ja! 11.05 Uhr bin ich da weggekommen, vor 4 Minuten. Das hat ganz gut geklappt bei der Entladung. Ich musste tatsächlich diese Säcke, die ich ja da irgendwo auf Video habe. Und ja, ich hätte euch auch gerne die Maschine da gezeigt, die das sortiert. Aber das mache ich denn doch nicht, da habe ich den Skrupel, weil das heißt ja nachher noch Spionage oder was weiß ich und so eine Scheiße. Da mache ich nicht, das sollen andere machen. Aber die Maschine war ganz cool, dass die ganzen Flaschen wurden da so sackweise auf so einen Trichter reingeschmissen und dann sind die aus einem Förderband nach oben gelaufen. Wenn die zwar doppelt und dreifach lagen, wurden sie oben wieder irgendwie, weil es immer schmaler wurde, sind dann welche wieder rausgeschmissen von dem Stückchen Band und sind dann wieder links und rechts wieder runtergekullert, zurück in den Trichter, solange bis alle weg waren. Das hat ganz gut geklappt. Die Maschine hatte ganz gute Speed drauf, also da gibt es ja nichts. Also, ich habe jetzt nur noch statt 40 Minuten eben, und 40 Minuten bin ich auch zu spät angekommen, bin ich jetzt nur noch 5 Minuten später. Das geht. Also jetzt bin ich wieder guter Dinge. Wenn ich in Einsleben bin, werde ich mal gucken, ob ich nicht zur Subway komme. Lalala, Mittag. Na, mal sehen, wie das klappt. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Aber erstmal ist jetzt noch eine Stunde bis hin. Mal gucken. Guten Tag, jetzt läuft es aber. Alle Sascha-Fans, grüße euch und meine Frau natürlich. Die darf es nicht vergessen. Nee, auf jeden Fall. Nee, das geht. Oh, hat schon wieder nicht aufgenommen. Einmal Spaß. Ich war bei Subway. Jawoll, Mittagessen. Es ist 13.10 Uhr. So, jetzt auch schnell los. Auf nach Hamburg. Mal gucken, wie ich das noch mache. Von Zeit her. Und so. Ich wollte da jetzt nicht beim Umbrücken eben, habe ich mich mit euch nicht lange aufgehalten, beziehungsweise gar nicht, sondern einfach nur Juhu.
wieder weg. Weil erst kommt die Arbeit, dann komme ich und dann kommt ihr. Manchmal komme auch ich erst und dann die Arbeit. Aber eigentlich meistens. Naja, es kommt drauf an. Es gibt sich, es ist ein Geben und Nehmen. Eigentlich nehme ich, nimmt sich der Arbeitgeber immer. Naja. So, wir fahren jetzt nach Hamburg schon wieder. Von Haldensleben, Bäume, Achteburg, ich habe es schon mal erzählt. Das hat ganz gut geklappt eben, in 25 Minuten oder so. Rein, rauf, runter, raus, weg. Das hat sehr gut geklappt. Aber wenn es um Subway geht, dann werde ich auch verdammt schnell. Also so ist das nicht. Ne? So, und weil ich jetzt nicht schon wieder auf A2 die vielen Staus, die da sein werden, das weiß ich jetzt schon. Ich mache das Navi aus, das will mich nämlich wieder über die Autobahn schicken, das will ich aber nicht. Die ganzen Staus, diese 8 Kilometer oder vielleicht auch 15, die mich da erwarten, da weiß der Teufel was. Nee, lass mal stecken. Wir fahren wieder die Bumsstraße. Ich habe jetzt 3 Stunden Fahrzeit runter, 1,5 Stunden darf ich noch. Ich muss aus Hamburg wieder raus, deswegen will ich jetzt unbedingt noch ein bisschen fahren. Eine Stunde auf jeden Fall. Und dann muss ich zusehen, dass ich einen Plätzchenpark kriege. Ich weiß gar nicht, ob da Bundesstraße so viele gibt es da jetzt nicht. Aber ich muss mal gucken, keine Ahnung. Zur Not bleibe ich irgendwo in der Ortschaft stehen oder was. In so einer Parkbucht, keine Ahnung. Das wird sich dann zeigen. Ja, ist das. Mal gucken, wie es läuft. Jetzt fahre ich da erstmal hin. Und ihr bleibt cool. 33. Timo, ich wünsche dir was. Ja, Sascha, cool. Aber kurz gesehen. Wolltest du denn jetzt ins Video und winken? Ja, mein Ding. Stell dich nach vorne hin, drücke ich auf den Knopf. Brauch dich also nicht verpixeln. Nö.